Wuppertal war Wahnsinn. Natürlich ist es schwierig, weil es schon 2 Tage regnet und dann war es auch noch kalt. Und es ist nicht selbstverständlich, auf eine Bühne zu gehen und da stehen 10.000 Menschen und der Herr Mittermeier ist ein bisschen bekannt und jetzt lachen wir alle, weil der Mittermeier auf die Bühne geht. Aber es war natürlich Wahnsinn zu sehen, dass die Leute trotzdem da stehen. Die standen da eingemummt, waren dabei und du gehst da raus und die haben dir großen Rock'n'Roll gegeben. Da ist der kleine Michel wieder der Rock'n'Roller. Weil ihr seid die Sonne dieses Festivals. Jawohl, ohne Scheiß. Ich liebe dieses Festival. Seit 2 Tagen regnet es hier. Alle sind sie durch und keiner jammert. Nicht normalerweise in Deutschland. Alle jammern die ganze Zeit. Und in der Fußball. Und ich habe das. Wir sind Ossi im Westkarstadt. Ich sag's euch. Ja, ja. Die einzigen Menschen auf Gottes Erden, die mehr jammern als die Deutschen, das sind italienische Fußballnationalspieler. Ja. Hey, wie wisst ihr, was es geht? Schau mal, hey, die jammern immer, die haben mich gefault, ich will einen Elfmeter. Hey, wir sind in einem eigenen Strafraum. Ich will trotzdem einen. Männer haben keine Ahnung beim Autofahren. Ein Mann fährt los in Richtung einer Straße, die er nicht kennt. In einer Stadt, in der er vorher noch nie gewesen ist. Natürlich ohne vorher in den Stadtplan zu schauen. Was brauche ich in den Stadtplan? Ich bin ein Mann, ich bin ein Jäger. Augen, Intuition. Ich weiß, was lang geht. Eine Frau informiert sich immer vorher, bevor sie irgendetwas tut, von dem sie keine Ahnung hat. Wenn eine Frau keinen Stadtplan zur Hand hätte, die würde vorher eher noch mit dem ADAC-Berater ins Bett gehen, als ohne Info loszufahren. Ja. Und was ist die Folge? Frauen kommen in der richtigen Straße an, können aber dann dort nicht einparken. Von Ray habe ich eine SMS gekriegt an dem Tag, als es ausgestrahlt wurde. Irgendwie kriege ich irgendwo um 3 Uhr morgens kriege ich eine SMS. Hi, this is Ray. I'm very proud of you. I couldn't do this just with talking. Wow, great. Und da sitzt du schon da und da bist du echt stolz. Er ist ein absoluter Family-Mensch und alle Leute, die rund um ihn arbeiten, und das sind ja schon an die 50, sind sehr, sehr eng auch mit ihm zusammen. Das ist wie, als würde ihn diese Family vor dem Wahnsinn dieses Geschäfts beschützen. Ich weiß es zum Beispiel, dass bei ihm die ganze Crew, die gesamte Crew, das ist ihm völlig wurscht, ob das die Putzfrau ist oder der Techniker oder er selber oder wer auch immer oder die Merchandising-Dame, alle sind im gleichen Hotel, da legt er Wert drauf, alle sind in einem Boot. Es funktioniert tatsächlich so, dass wir einfach zusammen unterwegs sind, eher wie so eine Bande von ein paar Freunden, die unterwegs sind und so ein bisschen die Städte unsicher machen. Ja, so im Hotel ist es oft so, dass wir eben, wenn die Zeiten es zulassen, dass wir uns einfach dann im Hotel morgens treffen zum Frühstück. Und das kann dann auch schon mal ein bisschen länger dauern. Ich fahre ja meist an Orte, wo ich überall schon war. Man kennt das Hotel, man kennt den Veranstalter. Man weiß genau, oh, da gibt es einen Veranstalter, da kocht die Mama und die macht immer das Catering. Das ist saugut, die macht die besten Fleischpflanzen überhaupt und einen geilen Kartoffelsalat. Also das sind oft auch die kleinen Dinge, auf die man sich freut. Michael Mittermeier. Ich finde schon eine Ehre, also ich bin jetzt zum 4. Mal hier und es macht mich schon stolz, weil scheinbar hat es funktioniert. Also, weil sonst die würden mich ja nicht einladen. Es geht ja auch um die Quote. Comedy ist ein sehr wichtiges Element der Unterhaltung geworden und es gibt für mich ganz, ganz wenige Comedians, die die nötige Größe haben am Samstagabend für Wetten, dass, um eben zwischen solchen Leuten, wie ich sie halt Gott sei Dank teilweise habe, also internationalen Stars, da nicht einfach
abzukacken. Also es ist einfach mal, da schauen 12, 14, keine Ahnung wie viele Millionen Menschen zu. Also kein Scheiß bauen, weil es sehen echt viele. Also da geht nicht, dass man sagt, naja, heute war ich nicht so gut. Also der Druck ist schon sehr hoch, ist klar. Wer bei mir rausmarschiert, der muss halt dann doch für 10 Millionen Menschen nachvollziehbar sein und muss auch in der Lage sein, in einer Halle mit 3.000, 4.000 Leuten so zu performen, dass er nicht schwächelt. Und da gibt es wenige und der Michael kann's. Immer wenn ich weg bin für ein paar Wochen im Ausland, dann fährst du weg und denkst du so, hey, da muss ja so in den letzten Wochen in Deutschland, wenn man zurückkommt, so einiges Positives passiert sein. Sag mal, habt ihr wieder mal wochenlang nur Scheiße gebaut hier, ha? Alle jammern rum, ich steuere die Renten und der Hitler ist auch wieder im Kino. Und es ist ein deutsches Problem, das Jammern. Ich sag's euch, in Amerika drüben wochenlang, die Amerikaner, die sind relaxed, verstehst du? Und dann steigst du in New York in den deutschen Lufthansa-Flieger, vorne sitzt der Pilot so, ich weiß nicht, ob wir es heimschaffen. Der Michael hat offensichtlich eine lange Bühnenerfahrung und der Michael ist natürlich auch einer, der das entsprechende Niveau hat, weil er eben nicht nur Witze erzählt, weil er fast, und das hat sich bei ihm ja verstärkt, glaube ich, ein bisschen in die kabarettistische Richtung geht, weil er auch politisch ist, weil er eine hervorragende Beobachtungsgabe hat und weil er natürlich auch hip ist. Das ist auch entscheidend. Wenn ich jetzt rausgehen würde und machte eine radikale Nummer, Leute schalten weg, hören nicht zu. Wenn du aber eine Nummer machst, wo die Leute dann sagen, hey, das ist ja lustig und so, und zwischendrin hast du deine Seitendinger und schießt auch mal ins Knie, dann hören die zu und kriegen sie es mit. Das Tolle ist ja, es gibt ja diese Comedian, so viele Comedians jetzt, die mittlerweile auftauchen. Und das Tolle ist, dass solche Leute auch wie Mittermeier oder so, wie sie alle heißt, dass sie sofort stabilisieren, weil sie so stark sind. Weil sie es schaffen, auch Hallen zu füllen, dass die Leute zu ihnen kommen und dass sie auch die Fähigkeiten haben, diese Leute 2-3 Stunden zu unterhalten. Und dass sie danach sagen, das war geil, da gehen wir wieder hin. Und das schaffen nur die wenigsten. Und dazu gehört Michael Mittermeier. Frauen wissen mehr als Männer, weil sie sich mehr merken können. Das weibliche Gedächtnis, ein Phänomen. Überleg mal, pass auf, ein Beispiel. Du gehst mit einer Frau durch die Fußgängerzone 5 Stunden einkaufen. Wirst du bummeln durch die Stadt am Abend. Als normaler Mann liegst du halt am Wohnzimmer, Infusion. Die Frau sitzt taufrisch daneben und sagt so Sätze wie, also weißt du Schatz, also diese Schuhe in dem dritten Laden links in der Bahnhofstraße, in dem Regal rechts oben mittig, die zweiten von rechts, die waren doch super schön, oder? Hey. Schuhe? Straße? Welche Stadt? Wir wollen was gemeinsam machen, und zwar, weil wir eine Hommage an Sophia Loren. Aber es ist für mich natürlich auch eine Ehre, man muss mir überlegen, Otto war mein Held. Und da werden wir uns das Nettes ausdenken, dass nicht zu viel Häme, auch nicht zu viel Schweinkram, sondern dass es eine ganz seriöse, solide Ansage wird. Und das ist nicht einfach für uns. Das wird viel, viel Arbeit sein, aber wir werden uns Mühe geben. Otto nimmt seine Gitarre und wir werden uns hinstellen und dann irgendwas improvisieren. Ich bin ja gespannt. Aber er hat schon geübt. Kann er schon. Wir werden sehen, wie das Nordlicht und der Süd, fast Italiener, also ihr heute Abend irgendwas Lustiges machen. Freuen Sie sich auf Michael Mittermeier und Otto Waalkes. Jetzt stehe ich hier und mache mit Otto eine Nummer. Das ist Wahnsinn. Hab mit dir gern die Zeit verbracht, mit dir geweint und mit dir gelacht. Du bist 70 Jahre und bist wunderschön. Wir haben dich lieb, Sophia Loren. Meine zentralste Eigenschaft ist natürlich das Talent, dieses ungeheure Talent. Sehr zielbewusst. Er ist absolut zuverlässig. Der Michael ist einer, der sehr clever, glaube ich, seinen Job macht. Der Michael ist ein Macher. Also wenn ich die zentralen Eigenschaften bei Michael sehen würde, dann ist es also einen Perfektionismus. Dieser fast triebhafte Perfektionismus, immer besser zu werden. Kann man ruhig auch als Perfektionismus-Sucht bezeichnen. Bin ich ein Streber oder was? Du bist ein Streber, jawohl.